Im Winter startet die Universität Würzburg eine Workshop-Reihe zum Thema Konfliktprävention. Darüber rede ich heute mit Frau Dr. Claudia Eilis-Mattesen, die diese Reihe leiten wird. Sie ist Lehrbeauftragte für Coaching und Konfliktmanagement. Guten Morgen, Frau Eilis. Schönen guten Morgen. Frau Eilis, was ist aus Ihrer Sicht effektive Konfliktprävention? Ja, bei der Konfliktprävention geht es nicht darum, dass man Konflikte als solche verhindert, was ja auch gar nicht möglich wäre, denn Konfliktpotenzial gibt es ja in jeder Organisation. Es geht darum, damit einen guten, lösungsorientierten Umgang zu finden und vor allem auch darum, dass man destruktive Entwicklungen und Eskalationen vermeidet. Und wie vermitteln Sie das in den Workshops? Da geht es um drei Punkte. Das eine ist, frühe Anzeichen von Konflikten zu erkennen und wahrzunehmen. Im zweiten Schritt auch mal zu reflektieren, dass Konflikte gar nicht nur mit den beteiligten Personen zu tun haben, sondern auch viel mit den Strukturen und Prozessen in einer Organisation. Was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ist es, die Selbstwirksamkeit der Teilnehmenden zu stärken. Das heißt, ihnen den eigenen Einfluss auf die Entwicklung einer Situation zu verdeutlichen. Und bei der Selbstwirksamkeit, worum geht es da konkret? Ja, da geht es um Selbstfürsorge zunächst, das heißt zu überlegen, was brauchen Menschen denn generell am Arbeitsplatz, um gesund zu sein. Das zweite ist, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und auch ernst zu nehmen. Im dritten Schritt auch mal zu schauen, was können wir dann wechselseitig füreinander tun, um eine Kultur von Respekt und Wertschätzung zu schaffen, was dann natürlich auch ein guter Puffer ist gegen destruktive Entwicklungen. Und außerdem geben Sie den Teilnehmern ja Hilfe bei der Regulation ihrer eigenen Emotionen. Ja, das ist wichtig, denn ich vermittle konkrete Methoden und Wege, wie man starke Emotionen wie etwa Ärger oder Anspannung regulieren kann. Und in Modul 2, wie geht es dann weiter? Modul 2 befasst sich mit Kommunikation und Gesprächsführung. Das heißt, mit der Frage, wie kann ich eine konflikthafte Situation lösungsorientiert ansprechen. Wir schauen dann aber auch mal auf den sachlichen Aspekt eines Konfliktes. Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es da? Zum Beispiel aus dem Bereich der Kreativitätstechniken. Das hört sich ja wirklich spannend an. Nicht nur für das berufliche Umfeld, sondern auch für das private. Wir freuen uns dann auf die Workshop-Reihe und ich sage danke für das Gespräch. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank.